Moment! Ey, wie hab ich dich nicht ins Spiel gebracht? Oh, das ist ein Untoter. Jo, wir werden angegriffen. Okay, dann lass es mal losgehen. Ach, von da kommen noch welche. Und Mörserattacke. Rechts? Ach da. Und wieder von links. Und boom. Volltreffer. Oh, da oben sind auch welche. Mann, 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 sind das viele. Von links. Hier kommen auch noch welche von rechts. Jo. Das sind eine Menge, Menge, Menge Skelette. Oh. Was? Quatsch, von rechts. Die stehen ja alle so verteilt, das ist ein bisschen doof. So. Die sprengen wir weg. Einer? Ist witzig. Aber die verteilen sich schon wieder so. Ist nicht so cool. Kommt schon wieder von rechts. Mann, 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 da sind viel zu viele hier. Ey, der feiert sich hier mit, das hätte ich nicht besser gemacht, anstatt auch mal mitzukämpfen irgendwie. Oder mal Bescheid zu schimpfen, dass wir angegriffen werden. Oha, hier sind eine Menge. Ach du Heilige. Ham. Und wir haben es geschafft. Wie? Ach du Heilige. Jetzt geht's los. Ui. Dann kommt mal. Da kannst du so viel drücken, wie du willst. Die brechen so oder so durch. Auf sie mit Gebrüll. So, dann wollen wir sie mal erledigen. Mit unserer neuen Pistole. Oh, Dusel hat's erwischt. Das ist nicht so cool. Dann wollen wir da hinten doch mal schießen. Wir helfen euch. Mann, 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 die Lautstärke ist aber hardcore laut.
50 von 500. Das ist doch schon mal was. Direkt vor ihn steht. Oh, da hinten können wir helfen, mal Water. Na, kommt her. Ja, ich merke das schon, dass die von allen Richtungen kommen. Und wir haben schon eine ganze Menge davon erledigt. Wo können wir denn nochmal aushelfen? Ah, Walter kommt, glaube ich, schon alleine zurecht. Eigentlich müssen wir ihm nicht helfen. Den wollten wir doch gleich sehen, aber genau auf den da. Wie viel Munition wir hier schon verballert haben, das ist echt der Hammer. So und zack. Ey, was die alles aushalten, ist ja der Hammer. Kommt schon. Echt, die halten eine Menge aus. Das sind keine Zombies, das sind Skelette. Sünde. Oh, der Typ sieht stark aus. Kein Wunder, dass sie so getraut haben um ihn. Das ist ein ordentlicher Brocken. Das war wohl eine Oberseele. Aber wir... Ja, wir springen aber mal so einen Unterschupf. Spieleinstellung. Die Sounds, die sind mir wirklich ein bisschen zu laut. Hat er die jetzt auch wirklich genommen? Nee, hat er nicht. Kein Wunder. Wir sind alle. So. Das sowieso. Und dann wollen wir doch mal weitermachen. Ja, so ist das doch wesentlich angenehmer vom Sound. Was schlägst du auf uns? Der hat ganz schön was drauf. Der Zombie-Skelettgeist. Na, ja, aber er haut seine eigenen Leute und unser Hund, der hat voll Schiss, Sünde. Menschenskinders, wo sind alle hin? Walter? Die legen alle bewusstlos auf den Boden. Das ist ja auch schön. Ja, ich glaube, dass wir haben gerade alle Anhänger verloren. So viel dazu zum Anhänger gewinnen. Aber ich hoffe, die sind wirklich nur bewusstlos. Wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Jetzt stirbt endlich. Hey, hier sind wir aber ganz blöd gefangen. So, jetzt haben wir alle seine Anhänger. Aua. Na toll, wir haben alle seine Anhänger getötet und er beschwört neue. Einfach so. Huh. Da haben wir ihn voll erwischt. Natürlich tot ist er nicht. Hey, ich muss nachladen.
Jetzt fängt es auch noch an zu regnen draußen. Wie schön. Das passt ja zur Atmosphäre hier. Okay, ich möchte mal was ausprobieren. Mal ein bisschen was anderes. Mal ein Gewitter zünden. Ein Eisregengewitter. Oh, dieses laden wir jetzt ein bisschen besser auf. Und pack. Jo, das läuft. Das sollten wir öfter machen. Yeah. Also unseren Eisregenzauber, der gefällt mir richtig, richtig gut. Leg dich besser nicht mit uns an. Au. Uäh. Da ist er auf einmal hinter uns. So. Pinga, pinga. Ah, das wäre... Den Schwertern mit den Zaubern hier ausweichen können. Das ist ein bisschen ätzend. Ah, er spielt auf einmal sehr aggressiv, der Leutnant. Na toll, wir haben gar keine Heilgegenstände. Aber wir benutzen mal F3 und holen uns Hilfe. So eine kleine Würmerchen wieder. Hey. Da hat er noch ein paar Anhänger. Die wollen wir doch mal vernichten mit so einem kleinen Gewitter. Das ist ja echt cool mit dem Zauber. Das können wir wirken und dann ist es über den Gewitter. Paff, paff. Und er schafft neue. Das ist weniger cool. Nein, auf den sollte es doch gar nicht gehen. Naja, in die richtige Richtung geht's ja. Sollten ja eigentlich nicht auf die gehen, ne? Und damit können wir unsere Pistole schön hochskillen. So, aufs Minimum begrenzen, wie viele das sind. Und dann beschwört auch keine neuen. Aber am besten sollten wir das nächste Mal alle Schützen töten. Denn das kann einen wirklich auf Zeiger gehen. Pam! Na, wo will er diesmal auftauchen? Na, taucht er gleich mal auf? Das ist doch schön. Oh, wir haben es geschafft, den Leutnant zu plätten. Danke. Schön, dass ihr nicht mehr bewusstlos seid, Leute. Ich glaube, die haben sich totgestellt. Also das kann ich mit gutem Gewissen versprechen. Ich schwöre bei meinem Schwert und so, oder? Aber ich finde, das ist kein schlechtes Versprechen dafür, dass wir dafür eine ganze Armee kriegen. Naja, auf jeden Fall. So. Ab wieder zur Straße, da waren wir doch gerade eben erst.
Ja, aber ich finde, das haben wir echt schnell und echt gut gelöst mit dieser Skelettplage. Kann man ja schon fast sagen. Danke. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh. Bevor wir da durchgehen, möchte ich noch diesen anderen Zauber lernen. Wirbelzauber. Oh, das wird ja witzig. Annehmen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich so viel wieder brauchen. Gehen wir hier durch. So. Was haben wir hier ein schönes? Rüpel, Ausdrucksmittel brauchen wir nicht. Diebstahlpaket. Es hat ja auch was, ne? Diebstahl. Aber wir sind ja ein begabter Konditor. Da kann man ja nichts dran ändern und nichts dran rütteln. Laute wird wahrscheinlich teurer sein, genau weil wir dann die anderen auch noch mitkaufen müssten. Magie Stufe 3, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Fernwaffe 100. Eieiei. Nahkampf auch 60. Ah, das Diebstahlpaket holen wir uns einfach mal. Wieso nicht? Eventuell können wir es ja irgendwann mal gebrauchen. So, da haben wir das. Dann wieder zurück zu den Skeletten. Auf jeden Fall. Jetzt komm, Walter. Wuff. So. Wo? Hier? Dann lasst uns graben. Ehering. Oh cool, jetzt können wir jemanden heiraten. So, nach Bauernstone sollen wir gehen. Ich glaube, in Bauernstone bekommen wir sogar... Oh, in Morrowind glaube ich auch. Aber wir gehen jetzt erstmal mit Water. Da können wir nämlich, glaube ich, auch verkaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich gelesen. Aber wir gehen da jetzt einfach mal mit dem gemeinsam hin. Komm, Walter. Nicht schlafen. Ich vermute mal, wir werden vor ihm da sein. Aber das Spiel wird dann sagen, dass er schon da ist. So ist es doch immer. Was? Wo? Graben. Genau, direkt am Grab. Super Idee, Hund. Wir buddeln noch erstmal ein paar Knochen aus. Bestimmt will er auch nur die Knochen haben. Spielzeugschwert. Cool, das können wir unserem Kind schenken. Wenn wir irgendwann mal ein Kind haben sollten. Werden. Tun. Könnten.